Hallo und herzlich willkommen zurück zu Failcom Limited, ein getragenes Warnzeichen mit Ray und Lucian. Juhu, Panzer sind angesagt, ihr seht's, meinen wunderschönen Tiger, auf den ich mich schon wieder freue, dass ich ihn ausfahren darf. Ready bin ich glaube ich schon in der Staffel, da können wir gleich loslegen. So, und jetzt kurze Anmerkung, hier bitte epische Musik einfügen, denn ich möchte jetzt bekannt geben, ich bin aus Deutschland ausgetreten und trete einer großen Nation bei. Für unseren großen Anführer Wladimir Putin. Polen? Fahre ich jetzt mit La Russia Panzer. Nein, okay, das, was Putin da gerade in der Ukraine abzieht, ist echt mega scheiße, Polen. Aber Nein, ich will dazu nicht debattieren, zu den Kontroversen, das Polen kontra für beide Seiten. Will ich jetzt nicht debattieren, aber hast du gerade echt La Russia gesagt? Ja, La Russia, das ist total verfehlt und richtig schlecht ja. Und richtig scheiße. Ich wollte damit nur betonen. What the fuck, Alter, was da abgeht, ist echt nicht cool. Blablabla. Jedenfalls, ich habe übrigens gerade eben beim Anmoderieren gedacht, ich sag immer irgendwie total random mal hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück. Ich weiß aber nicht, warum ich das manchmal abwechsel, einfach so aus Langeweile. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal einheitlich machen sollte. Ich glaube, das mache ich immer, wenn wir anfangen aufzunehmen, neue Session, wie jetzt eben die Flieger. Die haben wir davor aufgenommen jetzt für diese Woche, da habe ich dann, glaube ich, nur willkommen gesagt, ja. Und jetzt wieder willkommen zurück, aber das ist natürlich blöd, weil man weiß ja nie, wann das Leute das anschauen. Da denken sie sich, was, willkommen zurück, ich war noch gar nicht hier. Die gucke ich mir nicht mehr an, die abonnieren, disliken, Spam melden, weißt du. Du musst einfach mal nur 2 Wochen bei uns arbeiten, dann lernst du das. Hallo und herzlich willkommen beim technischen Support von bla bla bla, mein Name ist bla bla bla. Und dann stellt sich der andere vor und das Einzige, was du dir denkst, A, ich sehe das auf meinem Bildschirm, B, interessiert mich das, ein Scheißdreck, wie du heißt. Aber naja, gut, okay. Merkt okay. Euch, ruft nie bei seinem Kundendienst an. Wir nehmen mal die Firma jetzt nicht, aber das ist. Ach, also ganz ehrlich, also bei uns im Kundendienst können die ruhig anrufen, weil da geht's sowas von gut zu und da werden die sowas von am Arsch abgewischt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist nicht wie bei der Telekom, wo du eine Stunde in der Warteschleife hängst, um dann zu hören, die Einstellung des Routers ist doch keine Aufgabe der Telekom. Wow, vor mir ist ein Tiger 2. Stopp! Stopp! Alter, nein! Naja, wir haben halt die Matchmaking-Arschkarte gezogen, wie immer, ja. Ist es halt so. Übrigens, Stor für eure Erklärung, ich versuch's mal kurz zu fassen, den Insider. Stor ist russisch für was? Wir haben mal überlegt, weil wir haben eine russische Freundin und wir haben überlegt, weil wir sagen ja gerne mal in Deutsch, zumindest ich sag gerne mal so, was? Weißt du, halt, ne? Und wie würde es in Russland heißen? Und dann sind wir halt auf Stor gekommen. Deswegen, also wenn ich sage Stor, will ich eigentlich sagen, was? Okay, jetzt meine Stimme doch ganz bricht, hör jetzt mal auf. What? Ja. Jetzt, wo wir das geklärt haben. Lange Rede, gar keinen Sinn, wie immer. Aber dass wir hier die Matchmaking-Arschkarte gezogen haben, hat ja überhaupt keine Bedeutung, denn unser großer Anführer, Wladimir Putin, unser aller, ist natürlich im Herzen bei uns. In Klar, unserem einen deutschen Panzer. Aber gut, okay. Ich nehme Verräter. Putin als Angela Merkel. Obwohl, die würde die Gegner vielleicht merken. Ja, das kommt hin. Oh mein Gott, das ist Angie. Schnell, ja. Mach die Augen zu. Run! Ach ja. So. Schnell, lauf! Lauf davon, bevor sie das Freihandelsabkommen unterzeichnet. Titten, titty, ach, keine Ahnung. Zwiakta, Sopa, Pipa, immer diese verdammten Abkürzungen. So, mal sehen, wie es jetzt hier aussieht. Da oben war gerade schon fleißig. Mal gucken, ob da schon irgendwas los ist. Und wahrscheinlich was heißt Apipa eigentlich ausgesprochen? Wie bitte? Und was heißt Apipa eigentlich ausgesprochen? Das war damals eigentlich nur Pipa und nicht Apipa und ich weiß es nicht mehr. Ich habe damals, als ich mich so beschäftigt habe, da wusste ich es noch, aber ich habe es also. Sehr schön, ich habe es diese Woche erst gelesen und schon wieder vergessen. Wo ich auf der Demo in Leipzig noch war, wusste ich es noch. Also was es ausgesprochen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, was es ist und was es macht und was es kann. Mehr muss man dazu nicht wissen. Was ist es? Und wo kann ich es kaufen? Ja, was ist Apipa? Ist es eigentlich ein Protokoll? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. So, schau mal. Ich schau jetzt mal, ich lunze mal jetzt ganz dreist um die Ecke und lass mich von irgendeinem Tiger 2 wegklatschen. Ich sehe es kommen. Nee, was ist Apipa denn eigentlich, wenn man es jetzt irgendwie einkategorisieren möchte? Wollen wir das jetzt echt durchgehen? Nee, stimmt, hast recht. Es überfordert die Zuschauer bloß. Also, na, nicht alle, aber einige. Das will ich jetzt nicht sagen, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock hier mit Politikdiskussionen zu machen, nachdem wir endlich mal wieder aufnehmen können. Stimmt auch wieder.
Entschuldigung, ich brauche halt mal ein bisschen intellektuelle Unterhaltung. Ich unterhalte mich zwar auf Arbeit den ganzen Tag, aber... Zieh keinen Scheiß. Da kommt halt meistens nicht viel bei rum. Ich meine, was erwartest du von Leuten, die zu doof sind, einen Haken zu setzen, um eine Installation zu starten? So, 250 Euro hat mich im Visier, das ist nicht gut. Ich hänge, glaube ich, gleich ein bisschen fest, ich bin mir auch nicht sicher. Opfer deinen Tiger nicht wieder gegen eine 152 mm Shell. Ja, das Problem ist, ich komme ja gerade nicht irgendwo anders hin. Ich würde gerne A supporten, da müsste ich halt ein bisschen vorfahren noch. Hat die Susi sich gedreht vielleicht? Ne, bestimmt nicht. Oh, warte mal, ich krieg da glaube ich einen Tiger ins Visier in den Gegner, oder? Nö, doch nicht. Ja, wie steht denn der? Oh, da kam die Shell angeflogen von der Su. Dann hast du ja jetzt Zeit, sie wegzurotzen. Oh, und irgend so ein Lappen schießt mir die Gun weg. Ja, die steht gut, ich treffe die nicht. Ah, und jetzt kommt der andere Lappen vorgefahren, den ich eigentlich gerade wegpflücken wollte, ist klar. Echt, ihr nervt, Leute. Da lang gefahren. Ist mein Team eigentlich nur zur Deko da, oder machen die auch irgendwas? Auf Deko, aber ich bin auch gerade nur Deko. Oh, die Su ist gerade weg, da kann ich hier... Ach, da oben ist gerade explodiert, scheiße, das wollte ich eigentlich gerade ins Video nehmen. Da kommt ein Tiger rumgerollt, glaube ich. Tja, dann muss ich wohl mal wieder einen verdammt tollen Panzer nehmen, nämlich den T-34-85, der so toll gar nicht ist. Aber gut. Die Su habe ich getroffen, ich wollte das Geschützrohr treffen, das habe ich natürlich verfehlt. Warum willst du das Geschützrohr treffen? Ja, damit die außer, damit die erstmal nicht schießen kann, logischerweise. Warte einfach, bis sie einmal geschossen hat, dann kannst du auch nicht schießen. Und zwar verdammt lange nicht. Oh, der ist gerade abgeprallt, sehr gut. Ah, verdammt. Ich krieg nicht mehr rein. Was kommt denn da? Ein Panther. Ich gehe jetzt halt mal mit einem etwas schnelleren Medium hier ran, damit ich hier mal ein bisschen Wirklichkeit reinkriege. Ja, na klar. Kommt die Arti jetzt? Oh ja, sie kommt. Warum hängt da ist doch gar nichts. Warum hänge ich hier fest? What's your problem? Oh cool, seht ihr das hier verbogen? Nice. Das ist ja geil gemacht. Du hast dich gerade in eine Frontklappe verbogen hier bei meinem Tiger. Ja, das passiert. Ich dachte, das ist, ich dachte, das ist nur bei den, bei diesen hier zwischen beim. Nein, beim die kannst du auch komplett abschießen. Die kannst du sogar komplett abschießen. Aber das ist so geil verbiegt, finde ich total cool gemacht. Ja, das kann sich verbiegen und du kannst diese Kettenschürzen auch komplett abballern. Ich freue mich immer wieder über diese geilen Details bei War Thunder, muss ich auch mal sagen. Es ist einfach übelst geil. Definitiv, ja. Okay, da oben ist gerade keiner mehr. Hier stehen gerade 20.000 Leute vor einem verdammten KV und kriegen den nicht kaputt. Bei dir kommt da irgendwas gerade schnell rein, kann das sein? Irgendein Medium, der da ziemlich nah an dir dran ist? Ja, und mein Geschützrohr will gerade nicht, wie ich will. Ich versuch mal, dass ich den gleich ins Visier kriege, einen Moment bitte. Alter, jetzt fange ich ja schon an wie auf Arbeit, einen Moment bitte. Ja. Ist ja schlimm. Stimmt, wir sind im Krieg, Mann! Krieg, Arbeit, für mich ist es eins. Ja, klar. Ich reg mich gar nicht wieder drüber auf. Das hat eh keinen Sinn. Da kommt gleich ein Panzer 4 zu dir, möglicherweise. Shell dem bitte ordentlich einen rein. Was macht denn... Ah, verdammt. Mein Richtantrieb hat erwischt. Ah, mein Geschützrohr, das ist natürlich blöd. Ah, jetzt läuft er wieder. Kann ich auch schießen? Habe ich mich jetzt selbst gesprengt, ernsthaft? Ja. Alter, was ist dein Problem? Warum zieht mein Geschützrohr oben oder nach oben? Ach Mann, ey. Ach, der Tiger ist auf den Teilen so fragil, ey. Ja, super, ich bin hier useless. Kann ich reparieren? Was war denn das? C, nee, was war reparieren? Oh Gott, ich hab's gespielt. Oh, ich krieg von der Seite irgendwas rein. Falls du Parts hast. Ah, nee, jetzt geht's. Nee, geht doch nicht. Ich hab glaube ich schon die Parts geholt. Ah, explodiert. Ja, seitlich einer reinbekommen. Ach stimmt, da stand ja auch der H. Ach verdammt. Okay, dann nimm mal einen schnelleren Medium, dass du jetzt vorkommst, weil wir brauchen jetzt echt hier Druck. Ja, ich nehme die G, glaube ich. Oder L. Ne, ich nehme G. Ja, der ist am höchsten noch mit. Ja, in die Schlacht halt die Klappe. Gut, ich glaube, das ist eh lost.
Ja, sieht nicht so gut aus. Schade. Schade, schade. Wenn ich jetzt zur Ruhe fahre, gehe ich doch schon von irgendwo einer rein. Oder? Sowieso. Ich versuch's mal, ich bin ja relativ flink. Jetzt ein. Naja. Ich hätte gern noch irgendwas kaputt gemacht. Ich hab dann erstmal einen 3M gewone-shottet. Stolz auf dich. Der wollte das so. Hat er selber gesagt. Ich meine, wer so stolz seinen Sichtschutz präsentiert. Warum treffe ich den 3M nicht? Der war gerade ein Visier. Ah ne, da, ach, da ist die blöde Su durchgefahren. Jetzt müsste ich ihn treffen. Treffer. Ha, zerstört. Nice. Wow, da kommt er mehr rein. Ah. Richtantrieb kaputt. Nicht Richtantrieb, sondern Turmsteuerung. Gut, das hat sich hier geregelt. Sag hier. Jetzt, ja, und ich müsste wieder explodieren. Sowieso. Tja, und Russland erobert doch nicht die Ukraine. Schade. Ja, für ein so schnelles Gefecht im, bei den Aviation, für ein so gutes schnelles Gefecht, ja, musste ja jetzt irgendwas kommen. Naja, wir hätten nochmal fliegen können, dann hätten wir bestimmt Paradise Island bekommen. Immer noch nicht Teamwork bekommen, warum auch immer, wir waren nicht mal beisammen. Ich hab kein Teamwork, ich hab nur Bodenrettung. Achso, nee, was ist Teamwork? Destroying enemy vehicles by any member, bla bla, squad, test given all members, bla bla, squad, bla, ach, keine Ahnung, das hört mich nicht. Oh, Belohnung, 200 Credits, oh mein Gott. Decent shit. Ah, okay, ich erforsche gerade die Parts bei den Tiger, ja, ich kann mir natürlich nicht noch zu weiter zocken, deswegen, na gut. Ah, shit happens, beim nächsten Mal läuft es bestimmt besser, wahrscheinlich nicht, aber wir wollen mich ja irgendwie hier, zum Zuschauen bewegen. Genau, es wird immer awesome sein, immer. Ja, schließlich sind wir dabei. Ja, ja, ja. Also selbst wenn wir verlieren, wir waren immer awesome. Dann wollen wir euch nicht weiter langweilen und würde ich sagen, bis zum nächsten Gefecht. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.